und einmal gut durchschütteln. Kaum zu glauben, das Spiel ist abgestürzt. Ihr sagt nicht genügend Arbeitsspeicher oder Memory, hey, ihr gesagt. Alter, ich muss so, hä? Ich hab doch 32 GB, reicht das nicht? Haha, also wie ich kann da gar nicht adressieren, das ist ja ein 32-Bit-Spiel. Naja, trotzdem mit 4 GB müsste trotzdem reichen, aber naja, es liegt wahrscheinlich dran, weil das Spiel... Es ist uralt, ne? Es ist ja überhaupt ein Wunder, dass es auf Windows 10 läuft. Dafür, dass es mal mit Windows 95 konzipiert wurde. Na egal, ich hoffe mal, jetzt schafft das bis zum Ende. Und wenn nicht, dann drehe ich durch und versuche irgendwie es anders hinzukriegen. Ich will aber nicht im 2D-Modus spielen. Beziehungsweise im Software-Modus. Ne, ist ja trotzdem 3D, aber im Software-Modus. Und man sieht das Spiel gleich viel furchtbarer aus. Auch lustig ist, standardmäßig hat das Spiel, wenn du eine 3D-Grafikkarte auswählst, auch einen Filtering drüber. Sodass eben alles so ein bisschen, keine Ahnung, blurriger aussieht, ne? So wie der N64 das gerne gemacht hat. Eben um die Pixeligkeit zu verschleiern. Aber heute wollen wir... Genau. Heute wollen wir die Pixeligkeit ja ein bisschen, wollen wir haben, ne? Und keine Matschpampe. Pixel vor Matschpampe. Aber jetzt gibt er wieder so richtig Gas, ne? Ich komme gar nicht hinterher, weil ich meinen scheiß Skateboard wieder nicht unter den Füßen habe. Ah, jetzt macht er wieder die Tankstelle kaputt. Da ist er vorhin abgestürzt. Oh nein, ich muss ihn dann hindern. Nein, ich bin zu langsam. Du kannst von den Pepperoni kommen. Ich fängst du aber nicht, leider. Ja, die ist jetzt kaputt. Upsi, dupsi. Oh, dieses Ding ist auch kaputt. Der Strand. Der Strand ist kaputt. Na, wir sollen doch mal reinpreschen. Ich denke echt so, habe ich das scheiß Skateboard jetzt verpasst? Kann man das mit dem Skateboard machen? Wenn ja, dann würde er den theoretisch weniger zerstören, ne? Upsi, dupsi. Egal, ich bin ein kleiner Junge und den schickt ihn einfach so auf einen Verbrecher. Könnt ihr es wagen? Statt die Polizisten schon längst ihren Job tun, ne? Dann hätten die ihn schon 100-mal geschnappt. Das ist mir lieber. Gut gemacht, Mann. Und es war alles genau, wie wir dachten. Das sind Teile des Hubschraubers, also. Und nun die schlechte Nachricht. Uns fehlen immer noch 4 Teile. Wir dürfen auf dieser Insel keinen Stein auf dem anderen lassen. Such überall, Pepper. Klick an, was du findest. Ach, die Suche beginnt. Und ich hoffe mal nicht die Suche nach dem Arbeitsspeicher. Oder gesagt, den Fehler beginnt. Ja. Weil die Musik würde ich jetzt eigentlich umgehen, umtauschen. Warum? Weil die sich so gut anhört. Und nicht aus 8 Kilohertz besteht. So, wenn jetzt müssen wir die Teile suchen. Und wie man hört, pfeifen die sogar. Und so laut das Pfeifen wird, desto näher sind wir da. Boah, werden wir taub. Zum Glück, guckt ihr das jetzt nicht mit Ohrkopfhörer, oder? Also ich muss ja mit Kopfhörern spielen, also ein Headset, ne? Ich denke, das redet gerade richtig laut. Komm, den lässt dich nicht anklicken, wirklich? Wie da musst du denn gehen? Ich bin der Meinung damals. Boah, ist das laut, ey. Ich bin der Meinung, ein Ding ist auch irgendwie hier unten oder so. Da heißt, den musst du von der Seite hier anklicken. Soll das gehen, wenn ich da 5 Meter davor stehen muss? Aus dem Weg! Ich suche Teile hier. Gott, so laut. So, da unten am Rand bin ich der Meinung, war eins. Ach, hier war das Haus gewesen, ne? Das Haus, das zerstört worden ist. Ah, hier war auch ein Haus gewesen. Wann verwirrt das einen hier, ey? Die ganzen Häuser, die alle in ihm existieren. Alles pfeift ja. Ich glaube, hier mit dem Markt stand ja auch was. Nee, ja, da bist du ja durchgelaufen. Ah, du Idiot. Ich bin der Meinung, hier unten musstest du längs laufen. Hast du unten einen gesehen am Strandhaus oder so. Genau, irgendwo hier unten war einer gewesen. Wann ist denn man schon hier an der Ecke hinten? Eigentlich nie. Mann, das Scheißding. Hallo? Ja, du bist mega laut. Warum bist du? Ich bin der Meinung, irgendwo bei diesem blöden Shop oder was auch immer das sein soll. Natürlich sehe ich nicht. Den siehst du wahrscheinlich nur von oben. Termine werden vorerst abgesagt. Warum denn? Vielleicht, weil der Kack aus ihm existiert. Da. Das Ding haben sie so scheiße versteckt. Komm.
Ich wollte sagen, ich klick dich so heftig an, du Scheißteil. So, wo sind die anderen Teile? Ja, wahrscheinlich nicht hier im Wohngebiet, oder? Oder hören wir noch irgendwas pfeifen? Ja, doch. Vier Teile sind es. Zwei haben wir. Und hier euch nichts pfeifen. Ist ja laut genug, also. Na, ist denn da im Gefängnis was versteckt oder so? Ich glaube nicht, dass die alle im Go-Gebiet waren. Nee, ja, da kommt das Pfeifen. Diese Musik. Na, ich sehe das Teil schon. Aber ich kann es bestimmt noch nicht anklicken. Ich kann es nicht anklicken. Nee, toll. Also nochmal hier raus hier und dann nochmal näher ran. Zum Glück kannst du ja halbwegs an jedes Teil hier nah ran, ne? Weil irgendwie, ja, akzeptiert meine Klicks ja nicht so. Ich sag, also das muss ich im schlimmsten Fall noch ein Software spielen. Ah. Ja, ich höre noch eins. Ist leise oder lauter? Ich glaube, es wird lauter, ne? Ja, lauter. Irgendwo ist es hier. Gut versteckt. Brillant, hervorragend, sehr gut gemacht. Wir haben alle Teile für den Hubschrauber. Jetzt verfügen wir über alle Mittel und einen Plan, wie wir diesen schlecht gebauten Steinbrecher zur Strecke bringen können. Pepper, du bist unser bester und erfahrenster Bastler. Geh schnell aufs Revier und bau den Hubschrauber. Ich treffe dich dann am Hubschrauberlandeplatz, wenn du fertig bist. Ich glaube, wir haben einen Plan. Schnell! Ich bin der Erfahrenste. Bin ich nicht ein Kind, theoretisch? Hey, echt cool gemacht, oder? Dann mach ich mal lieber davon, weil ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß, was du tust. Ja, ich hab okay? hier... Alles klar. Viel Glück und Tempo, bitte. Bevor die Lego-Insel noch Geschichte ist. Ja, kaum zu glauben. Man kann ja auch verlieren. Nicht, dass ich das jetzt unbedingt vorhab, aber man kann auch verlieren, theoretisch. Nein, ich will ihn nicht auseinandernehmen. Pack wieder ran, das Ding. Oh, den komischen, ich weiß gar nicht, soll ich einen Scheinwerfer da stellen? Oder einen Lautsprecher? Naja, ich glaube, du hörst sowieso nichts, wenn ein Lautsprecher dran wäre. Hurra, Pepper! Juhu, yippie, ja! Ich wusste ja, dass du es schaffst. In der Zwischenzeit habe ich mir einen cleveren Plan ausgedacht. Oh, das ist der Plan! Wenn ich mich nur daran erinnern könnte. Ach ja, jetzt weiß ich wieder. Wir müssen uns beeilen. Die Stadt wird mit einer alarmierenden Geschwindigkeit zerstört. Und so sieht mein Plan aus. Das Einzige, wofür der Steinbrecher stoppt, ist eine von Papas Pizzas. Und ich habe davon eine ganze Menge. Ja, wir wissen schon. Ich habe die Turbo-Pizzaschleuder erfunden, um den Steinbrecher mit Pizzas zu bombardieren. Dann bleibt er garantiert stehen, um sie zu essen. Und schwupp, schon haben wir ihn. Jetzt ist es... Nein, das tust du nicht. Keine Schusswaffen. Oh, nein. Das ist eine Turbo-Pizzaschleuder. Ich habe sie gründlich getestet. Ich habe sogar schon auf mich selbst gezielt. Du siehst ja, was das bringt. Ach übrigens, es ist ganz einfach zu bedienen und tut überhaupt nicht weh. Du solltest ein paar Krapfen auf Laura und mich feuern. Wir können eine Energiespritze vertragen. Tja, ich bin mir ja nicht so sicher mit dieser Pizzaschleuder. Du solltest vorsichtig sein, Pepper. Guten Flug, Pepper. Und immer den Winkel checken. Ziele immer genau vor den Steinbrecher und lass uns ein paar Krapfen zukommen. Das macht uns schneller und ihn langsamer. Wir sind jetzt ein Team. Viel Glück, Partner. Und richtig zielen, Pepper. Ich will nicht wegen irgendwelcher Pizzas einen Unfall bauen. Viel Glück. Pass bloß auf, Pepper. Du bist in mindestens 50 Steinhöhe. Benimm dich bloß da oben und ich bin stolz auf dich, Pepper. So rein. Da muss ich ja ein Sohn sein, oder was? War das nicht der Steinbrecher? Hallo, bist du der Steinbrecher? Doch, das war der Steinbrecher. Genau, da ist der Steinbrecher. Und wenn wir mal irgendwie zurückgehen, wo ist denn hier? Sagen, wo sind die anderen Freunde hier? Hallo? Wo ist die Polizei? Wo ist die Polizei? Wo ist die denn? Wo waren die denn rum, zur Hölle? Ich sehe die jetzt gerade überhaupt nicht nirgendwo. Schön, dass ihr an der Ecke hier festhängt.
So, wo seid ihr? Ich sehe den Zweinbrecher, aber ich sehe die Scheiß... Dings nicht, das ist ein normaler Typi. Hä? Das ist ein Bug? Hallo? Wo sind denn die scheiß Polizisten? Ach, die gucken da hinten rum. Die sind auch witzig, ey. Ich wäre gerne mit dir zusammen da oben. Sieht so aus, als hättest du eine steinstarke Zeit. Komm, bewegt euch. Hallo, seid ihr eingeschlafen oder was? Diese geilen Geräusche. Ich muss sagen, dass das von hier unten als ob es gibt Gas. Ja, es regnet gerade. Los, beweg dich. Wo ist der denn eigentlich jetzt? Ist der noch da hinten? Ich höre ihn zwar die ganze Zeit, aber... Muss ja toll sein da oben. Von da sieht die Insel bestimmt wie ein winziger Bauklotz aus. Ja, sieht er aus. Wo ist der denn? Heimbringer? Da hinten. Ah. Einbrecher? Einbrecher, wo bist du? Achso, er ist bestimmt bei der Dings hier, ne? Bei der. Ah, ja, da ist er. Normalerweise ist das schon einfach, aber irgendwie verkacke ich hier gerade richtig hart, ey. Weißt du, die Pizza kannst du denn fressen? Nee, das war nicht der Steinbrecher. Wo seid ihr denn zur Hölle? Ach, da hinten. Oh, komm schon. Scheiß Helikopter, was soll einem sagen? Ja, er kommt. Na, tut es. Ja. Ich glaube, der Steinbrecher ist da oben, ne? Ja. Komm! Siehst du die Steuerung? Ja. Die musst du benutzen. Ach, ich habe keine Krapfen mehr. Ich kann sie nicht nachladen, hallo? Mama, wenn du ihn aufhalten kannst. So, ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Los, schnapp ihn! Ich habe nichts mehr im Helikopter so ungefähr. Ich wusste gar nicht, dass du leer ballern kannst. Wir haben den Steinbrecher. Wir haben den Steinbrecher. Du und ich, wir haben es geschafft. Wir haben alles im Griff. Wir sind einfach zu cool, um wahr zu sein. Oh, ich habe ein paar, und im Namen der ganzen Insel gratuliere ich dir. Oh, tut mir leid, warte mal. Ach, vergiss es, jetzt wird gefeiert. Hey, brillant! Super! Steinstark! Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken kann. Du hast uns gerettet. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Du bist der Held des Tages. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ehre sei dir. Hoch sollst du leben. Ach nein, das ist irgendwie nicht das Richtige. Wie wär's denn damit? Weiter so. Mhm. Ich weiß. Danke. Okay, warum schauen wir uns nicht einfach erstmal an, wie es mit deinen Punktewürfeln steht, während ich mir was einfallen lasse? Wenn du willst, kannst du auch noch ein Spiel ausprobieren. Schlag einfach das Buch auf. Und wenn du Lust hast, kannst du auch jederzeit zurückkommen. Der Ausgang ist da drüben.
Wo war ich eigentlich stehen geblieben, bevor hier alles im Chaos versank? Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Danke, du bist ein echter Freund. Alles klar. Du bist ein echter Freund. Ja, ich bin immer Pepper. Willkommen auf der Lego-Insel.